Gottesdienstlandschaft Schweinfurt steht ganz im Zentrum. Da haben wir einen Input geplant für Sie in 4 Schritten. Erstmal so die Ausgangssituation, die da war. Dann werden wir vom Christoph Hechtel was zum Thema Gottesdienst hören, welche Fragestellungen da gerade aktuell im Vordergrund stehen. Er arbeitet ja am Gottesdienstinstitut und bringt da eine große, weite Perspektive mit und war in dem Prozess beteiligt. Dann wird der Christian Stuhlfaut uns nochmal den Prozess beleuchten und vorstellen, der da in Schweinfurt stattgefunden hat. Und am Schluss ist natürlich sehr interessant, was ist rausgekommen, was sind die Ergebnisse, wo stehen Sie jetzt gerade in Schweinfurt. Dann gehen wir eine Viertelstunde in Breakout-Gruppen, die moderiert werden, damit Sie auch die Möglichkeit haben, nochmal im Gespräch mit anderen sich kurz auszutauschen, was bringt mir das jetzt für meine Situation, was ich da gerade gehört habe. Und dann sammeln wir das wieder im Plenum und schauen nochmal, da haben wir noch so eine knappe halbe Stunde, um nochmal gemeinsam an die Schweinfurter Fragen zu stellen und nochmal ein bisschen abzuklopfen. Was taucht da jetzt bei Ihnen auf? Welche Fragestellungen und was ist da für Sie wirklich relevant? Genau, Rückmeldungen, Hinweise, Ausblick und dann enden wir mit dem Abendsegen. Das sind die Schritte, die wir geplant haben heute Abend. Es wird wieder so sein wie die letzten Male auch, dass wir ungefähr eine Stunde Input haben und dann noch Möglichkeit zum Austauschen und sich gegenseitig befragen. Schweinfurt, Sie wissen alle, wo Schweinfurt liegt. Trotzdem nochmal hier so der Blick. Es geht um die Innenstadtgemeinden, damit Sie das nochmal vor Augen haben. Eine klare Zentrumslage dieser Stadt, auch für das Umland. Und zu diesem Vorspann gehört auch noch, ich will Ihnen noch mal kurz diese eine Folie mit den 5 Türen einblenden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass immer wenn es um regionale Zusammenarbeit geht, dass es da 5 Bereiche gibt, wir nennen es 5 Türen, die immer wieder in den Blick kommen werden. Die Ressourcen, da geht es um Stellen, aber auch um Ideen, um Geld, das da ist, um Möglichkeiten. Dann die Person, Team, Gremium, das sind die Menschen, die da miteinander arbeiten. Da verändert sich was, wenn man in der Region zusammenarbeitet. Und deshalb ist es da immer wieder wichtig hinzuschauen. Das betrifft sowohl hauptamtliche als auch ehrenamtliche Gremien. Dann die Aufgaben, zum Beispiel das Thema Gottesdienst. Struktur, Rechtsform, da wird gerade an vielen Ecken unserer Landeskirche über Pfarreien, über Fusionen, über gemeinsame Kirchenvorstände nachgedacht. Und natürlich die Frage nach Auftrag und Bild von Kirche vor Ort. Und dazu gehört auch das große Statuswei, was in der Mitte steht. Immer wieder die Frage, wozu wollen wir als Kirche denn eigentlich da sein? Nach unserer Erfahrung besteht die Gefahr, dass man sich in den äußeren Bereichen kann man sich leicht schwindlig spielen mit den ganzen Fragen, die da auftauchen. Wenn man nicht immer wieder schafft, den Fokus hinzukriegen, sich miteinander zu klären, wozu wollen wir eigentlich da sein als Kirche? Was ist das? Und die Frage ist leicht gestellt, aber das ist gar nicht so leicht, da gut miteinander drüber ins Gespräch zu kommen und da immer wieder miteinander ranzugehen. Heute jetzt also Thema Gottesdienst, einerseits eine Aufgabe, aber man merkt ganz schnell, wie eng das mit unserem Bild von Kirche zusammenhängt. Das hängt eng mit dieser Frage nach dem Why zusammen und natürlich auch mit den Ressourcen, die ja gerade an vielen Ecken unserer Landeskirche weniger werden. Das gerade nochmal als Hintergrundfolie sozusagen zu dem, was wir jetzt hören werden aus Schweinfurt. Ein erster Impuls damals vor 6 Jahren fast, am 28. Juli 2017, war tatsächlich ein Artikel in der Zeit oder in Christ und Welt, genauer gesagt, von Hanna Jacobs, die damals noch Vikarin war, aber schon eine Kolumne hatte in Christ und Welt, die die Frage gestellt hat, warum machen wir das eigentlich, dass wir am Sonntag vor allem in der Stadt quasi innerhalb von ungefähr 2 Stunden an, sagen wir mal, 10 Orten nahezu das gleiche Programm abspulen. Natürlich mit bisschen Unterschieden, aber hier, abgesehen von hohen Feiertagen, war die Anzahl der Gottesdienstbesucher überschaubar. Kann man das nicht diversifizieren? Kann man nicht mehr Zielgruppen ansprechen und Schwerpunkte neu setzen und einfach die ganze Stadt oder eine Region als
eine gemeinsame Gottesdienstgemeinde begreifen. Wie gesagt, das ist 6 Jahre her. Es hat sich viel getan. Es hat auch eine Weile gedauert, bis wir da hingekommen sind, dieses Projekt anzugehen. Das lag erstmal so ungefähr 2 Jahre rum. Und ich glaube, 2019 haben wir zum ersten Mal die Kirchenvorstände der Schweinfurter Innenstadtgemeinden dazu eingeladen, überhaupt erstmal darüber nachzudenken, was ist uns wichtig, was für Gottesdienste haben wir, was wollen wir uns für Regeln aufstellen und wie wollen wir dahin kommen, dass wir wirklich ein ansprechendes Konzept für die ganze Innenstadt haben. Dann übernehme ich kurz an dieser Stelle und schaue, dass ich dieses Bildschirmteilen hinkriege. Ich habe keine Kontrolle darüber, was man sieht, aber doch, es müsste ein Bild zu sehen sein. Jawohl. Also das Ganze ist bei uns auch ein bisschen eingebettet in überhaupt eine Überlegung, die Region, das Dekanat in Regionen aufzuteilen. Und das sieht man hier. Die 5 Farben sind Regionen des Dekanates Schweinfurts und die einzige jetzt nicht eingefärbte Region ist die Innenstadtregion, um die es jetzt auch weiterhin gehen wird. Und die schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer an. Da sieht man, dass sich in dieser Innenstadtregion auch tatsächlich die Bebauung findet, der Stadt Schweinfurt. Und jetzt hoffe ich, in dieser Karte noch mal zu zeigen, das sind die Kirchengemeinden in der Stadt Schweinfurt. Alle Häuser und Kirchen bezeichnen die Gottesdienstorte, die in dieser Stadtgemeinde bespielt werden. Und man sieht dann, dass die doch recht eng aneinander liegen. Also da muss man sagen, dass der längste Ausdehnung dieses weißen Gebietes ungefähr 10 Kilometer sind. Aber in der Innenstadt sind diese ganzen Gottesdienstorte zwischen einigen hundert Metern und einigen Kilometern voneinander entfernt. Das war zunächst mal die rein räumliche Voraussetzung, wie die Kirchengemeinden zusammengehören. 2019 hatten wir eingeladen alle Kirchenvorstände der Stadt zu einem gemeinsamen Treffen. Aus dem, was schon genannt war, aus den Defiziten heraus, dass wir wissen, dass wir viele Gottesdienste zwar haben, aber dass der Horizont der Gemeindeglieder doch meistens eben durch die Gemeindegrenzen begrenzt ist. Und deswegen war unser Anliegen, wir wollen einander zeigen, was wir haben. Wir versuchen, über die Gemeindegrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und haben deswegen alle Kirchenvorstände eingeladen. Das war Ende 2019 und es war eine sehr vielversprechende Veranstaltung und dabei entstand dann auch der gemeinsame Wille, ja, wir wollen was zusammen machen. Und es wurde eine sogenannte Steuerungsgruppe installiert, zu der alle Kirchengemeinden mit jeweils 2 bis 3 Personen delegiert haben. Diese Steuerungsgruppe traf sich dann in den nachfolgenden Monaten. Das war dann 2020. Und ja, und jetzt kommt natürlich die bekannte Schwierigkeit. 2020 war auch die Zeit, in der Corona hereinbrach. Trotzdem haben wir es geschafft, in dieser Zeit uns zu treffen, teilweise vor Ort, teilweise war es dann über Zoom und mit der Hilfe von Christian Stuhlfaut und Christoph Hechtel, Entschuldigung, haben wir dann uns auch einige Regeln gegeben, die, glaube ich, für sehr viel Sicherheit gesorgt haben, weil schon Sorgen waren, dass wir hier einzelne Orte vielleicht ganz aufgeben könnten oder irgendetwas in der Art. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen, nein, das wollen wir nicht. Ich hoffe, das ist jetzt das, was zu sehen ist hier. Wir gehören als eine Gottesdienstgemeinschaft zusammen. In unterschiedlichen Gottesdienstformen wird das Wort Gottes verkündigt. Gemeinschaft fördern, geistliche Heimat ermöglichen. Mit den Ressourcen, die sind natürlich auch immer wichtiger geworden, jetzt gerade durch die Landesstellenplanung. Und Menschen sollen jeden Sonntag aus einer Verschiedenheit wählen können, die eben wechselt. Und dabei sollen sich die Gemeinden mit ihren jeweiligen Stärken einbringen. Das war ganz wichtig. Alle Gottesdienstorte bleiben erhalten. Das ist mittlerweile tatsächlich wieder etwas unwichtiger geworden, wobei es einige Gemeinden gibt, die digitale Angebote machen.
Wir fördern die Entwicklung digitaler Angebote und Formate. Das waren unsere zwei Sitzungen hier. Also man sieht, es war auch oft lang dazwischen, 8.3. und 1.7.2020 war das. Jawohl, vielen Dank. So viel zum Ausgangspunkt. Oder mag jemand von den anderen noch was ergänzen, wie Sie gestartet sind in den Prozess? Naja, ich würde dann aus meiner Sicht des Prozesses an sich später noch ein bisschen was Ergänzendes dazu sagen, aber ich denke, das reicht jetzt erstmal für den. Zum Prozess kommen wir ja nachher noch. Genau. Deswegen glaube ich, reicht das jetzt am Anfang hier erstmal. Ja, was mir nochmal wichtig wäre, so die innere Motivation nochmal ein bisschen zu betonen, was so, also du hast ja vorgestellt, diesen Artikel, den du 2017 gelesen hast, der dann 2 Jahre geschlummert hat. Aber was war denn eigentlich nochmal so der innere Auslöser jetzt in Schweinfurt, das zu tun und sich an den Christoph Hechtl und ans Gottesdienstinstitut und an die Akademie zu wenden, sich da wirklich auf den Weg zu machen? Das wäre mir nochmal wichtig, dass das ein bisschen stärker nochmal klar wird, so die innere Motivation. Vielleicht sage ich da kurz was dazu. Bei uns war schon, also den Artikel hat Heiko Kuschel schon erwähnt und der ist, denke ich, bei uns auf ein ziemlich breites Echo, also auf einen großen Resonanzraum gestoßen. Diese Einsicht, dass es doch eigentlich nicht so viel Sinn macht, wenn wir alle zur selben Zeit einmal in der Woche mit denselben Texten, mit denselben Liedern, mit demselben Format dasselbe machen und doch nur einen ziemlich geringen Prozentsatz an Leuten ansprechen. Und das war am Anfang, das war ja noch vor Corona, das war eine ganz offene Situation. Ich erinnere mich noch sehr gut an die erste Konferenz, die wir hatten. Das war letztlich eigentlich eine komplett vorhandene Stadtpfarrkonferenz. Und das war eine ganz tolle Atmosphäre, in der wahnsinnig viel Energie und sehr viel Fantasie auch war und Kreativität. Also wir haben da, ohne uns irgendwie zu beschränken, was natürlich auch immer gefährlich ist, aber trotzdem, wir haben wahnsinnig viele Sachen zusammengetragen. Unwahrscheinlich viele Formate, die wir uns vorstellen könnten, worauf wir mal Lust hätten, was bei uns fehlen könnte und so weiter. Also es war ein ganz offener Prozess. Das waren mehrere Pinnwände voll mit Zetteln. Und ich kann mich erinnern, wir haben es dann unter bestimmten Gesichtspunkten erstmal geordnet und sind mit dieser Begeisterung dann in die Gruppe der Kirchenvorsteher gegangen, was der Heiko Kuschel vorhin erzählt hat. Das war ein Riesenaufbruch und wir waren eigentlich überhaupt nicht eingegrenzt. Das war das Schöne. Also wir waren auch noch mehr Pfarrerinnen und Pfarrer damals und es war von Landesstellenplanung noch kaum die Rede und uns war irgendwie klar, wir sind da vorher fertig und haben dann eine tolle Landschaft. Und dann kam eben Corona und ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen soll, das machen wir vielleicht dann nachher. Aber dieser Anfang war einfach unglaublich kreativ. Und ich hatte auch das Gefühl, dass vielleicht noch als Ergänzung, dass die Kirchengemeinden oder viele von ihnen wirklich Lust hatten, ihre eigenen Schwerpunkte zu erkunden. Also, dass man ein bisschen frei wird von diesem, oh, wir müssen jeden Sonntag irgendwie G1 oder sowas Ähnliches anbieten, sondern wenn das beispielsweise irgendeine andere Kirchengemeinde macht, und ich habe immer gesagt, ich möchte dann wirklich einen richtig klassischen, ohne irgendwelche Sonderdinge oder sonst was, damit alle sich da auch wohlfühlen. Und dann können andere auch wirklich sagen, ja, okay, dann machen wir uns davon frei und machen unser Ding. Und wem das nicht gefällt, der kann ja dann in die andere Kirche gehen. Und bei uns ist mehr Familie oder eine Kirchengemeinde, die Lobpreis macht ganz stark und was weiß ich. Also sehr unterschiedliche. Ja, vielen Dank. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Schritt. Christoph Hechtl, Gottesdienstinstitut, du kannst uns was erzählen zu den Fragen, die aktuell rund um das Thema Gottesdienst auftauchen und virulent sind. Du warst in dem Prozess in Schweinfurt mit dabei, hast aber natürlich auch noch eine viel weitere Perspektive darauf. Und dazu blende ich dein Bild ein.
Genau, also perfekte Überleitung mit dem Stichwort Kreativität. Ich denke, das Besondere an dem Prozess in Schweinfurt war, dass es nicht allein um Strukturfragen ging. Und das ist jetzt so der Punkt, den ich einbringe. Also ich bin auf der einen Seite einer, der diesen ganzen Prozess mit begleitet hat, aus meiner Sicht als Gottesdienstberater, als Gottesdienstsachverständiger, und switch hier jetzt so ein bisschen auch um und spreche allgemein über aktuelle Gottesdienstfragen, die in meiner Arbeit vorkommen, und appelliere jetzt mit diesem Bild an Sie, auch an Ihr geistliches, theologisches Ohr, weil es eben nicht nur um Struktur gehen kann, sondern auch das, was hinter der Struktur in Menschen, in Gemeinden, in Regionen passiert. Dazu habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht von Bernhard Smilde aus den Niederlanden, das erstmal sehr seltsam anmutet, weil es Dinge, die uns eigentlich bekannt sind, miteinander kombiniert, und zwar ein Kircheninnenraum, durch den Licht fällt von hinten. Also man stellt sich eigentlich so eine Morgensituation im Gottesdienst vor, und wir kennen auch eine Wolke, aber wir kennen die Wolke nicht in der Kirche. Und der Künstler Bernhard Smilde, der hat es als einer der ersten oder vielleicht sogar der erste geschafft, Wolken künstlich für eine kurze Zeit innerhalb von Räumen zu erzeugen. Und dann haben wir hier praktisch ein Gottessymbol in einer Kirche. Und würden wir das live erleben, würden wir sehen, wie diese Wolke wächst und wie sie nach kurzer Zeit auch wieder verschwindet. Ich nehme das als den Einstieg in das, was ich Ihnen jetzt vortrage, unter dem Stichwort: im Gottesdienst geschieht etwas. Damit meine ich jetzt nicht Pleiten, Pech und Pannen, sondern es geschieht etwas mit den Menschen, in den Menschen. Das Interessante ist das, dass das, was in den Menschen geschieht, an das appellieren wir zwar, aber das sehen wir nicht, und das bekommen wir auch nur höchstens zum Teil gelegentlich manchmal in Rückmeldungen mit. Also welcher Moment im Gottesdienst war eigentlich der für die Frau in der ersten Bank besonders berührend war? Oder welche Frage ist in einem Konfirmanden aufgebrochen, auf die er keine Antwort gefunden hat? Also in den Menschen geschieht etwas, und von unserem protestantischen Gottesdienstverständnis her wissen wir, wie das zustande kommt, nämlich entsprechend der Torgauer Formel von Martin Luther: Gott spricht, der Mensch hört, und der Mensch spricht und Gott hört. Das ist der Lebensnerv des Gottesdienstes, und es ist aus meiner Sicht als Gottesdienstberater auch der Lebensnerv eines Strukturprozesses. Und das Besondere an Schweinfurt war, dass das, wovon Dekan Oliver Bruckmann gesprochen hat, am Anfang stand, nämlich ein Treffen im Kreis von Kolleginnen und Kollegen, wo es darum ging: wenn wir könnten, wie wir wollten, was würden wir denn gerne tun? Und dadurch, und das kann ich als in großer Überzeugung als Gottesdienstberater sagen, unsere Kirche ist am Punkt der Gottesdienste lebendig, weil ganz vielen Menschen in dieser Kirche der Gottesdienst eine Herzensangelegenheit ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Zwei Pfeiler stecke ich in den Boden, bevor ich jetzt einzelne Faktoren aufzähle. Und zwar die hinter dem stehen, was die aktuellen Fragen sind. Wir dürfen uns, glaube ich, nichts vormachen. Wir leben, ob wir das wollen oder nicht, aktuell in einem Zeitalter des Umbruchs. Was den Umbruch ausmacht, das wissen Sie aus den Nachrichten, aus der Politik, aus allem, was uns bewegt. Wir sind auf unsicherem Terrain. Und deswegen können wir, sage ich mal, eigentlich auch sehr mutig sein. Was wir machen, muss nicht für die Ewigkeit sein. Wir können einfach mal ausprobieren und können es hinterher, wenn es nicht funktioniert hat, nochmal anders machen. Der andere Pfeiler, der mir wichtig ist, der ist von meinem Kollegen Thomas Hirschhüffel von der Nordkirche, der sagt: der Gottesdienst ist ewig. Der Gottesdienst war vor uns, der Gottesdienst wird uns überdauern. Wir dürfen ihn gestalten nach
unserem Vermögen und wir erleben ihn und werden daraus Schlüsse ziehen, werden uns ansprechen lassen, werden Gottesdienst verändern und Gottesdienst wird weiterleben. Das ist die frohe Botschaft für den heutigen Tag und für die Zukunft unserer Kirche. Jetzt so ein paar Punkte, die ich in meiner Arbeit ausmachen konnte. Ein paar Theoriepunkte, ein paar Erfahrungspunkte. Der erste Teil ist Gottesdienst und Beheimatung. Die Beheimatung, die Gemeinschaft ist der Kitt, der die ganze Kirche zusammenhält. Also die Beheimatung ist, wir erleben gemeinsam als Christen Glaube und Spiritualität. Wir erleben Gemeinschaft im Miteinander. Wir erleben Beheimatung durch ein Zuhausegefühl in bestimmten Kirchenräumen. Wir erleben das in Musik. Die Musik, die wir hören, kann ganz unterschiedlich sein, aber wir sind in Musik beheimatet und Musik spielt im Gottesdienst eine entscheidende Rolle. Und jetzt gehe ich noch mal einen ganz anderen Schritt weiter. Wir sind beheimatet, indem wir Gottesdienst feiern, durch das Bibelwort. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir haben eine Glaubenserfahrung, wir haben eine Gottesdiensterfahrung, wir haben eine Gottesbeziehung. Wir erleben miteinander Gottesdienst, etwa in einer Osternacht. Und wir haben eine persönliche Gottesdienstgeschichte von klein auf bis heute. Gottesdienst ist Beheimatung. Und wenn wir Strukturprozesse anstellen, ist ein entscheidender Punkt, dass wir an dieser Beheimatung arbeiten. Wenn ich diesen Punkt im Blick auf meine Arbeit als Gottesdienstberater sehe, dann heißt es, Gottesdienstberatung ist ein Blick auf das Feld der Beheimatung zu legen, zu gucken, wo kommt es vor, in welchen Bereichen, wie sieht es genau aus und wie können wir daran arbeiten, dass dieser Bereich der Beheimatung gestärkt wird. Der nächste Punkt ist eine These von Professor Kretschmer aus Tübingen, die lautet, die eigentliche Kirchenzugehörigkeit der Protestanten ist die Distanziertheit. Das hat er hergeleitet aus der Kirchenmitgliedschaftsstudie und aus soziologischen Untersuchungen zur Kontaktpflege des Menschen der Gegenwart. Die Herleitung erspare ich Ihnen, da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Aber die These ist interessant. Ich wiederhole sie nochmal. Die eigentliche Kirchenzugehörigkeit der Protestanten ist die Distanziertheit. Das heißt, Menschen möchten distanziert zur Kirche bleiben. Das heißt, wir haben eigentlich so ein heimliches oder offenes Bild. Es gibt einen Gemeindekern, darum herum bilden sich in konzentrischen Kreisen Menschen, Annäherungen, die definieren wir als nahe oder fern zur Kirche. Und das ist unser Kirchenbild. Und jetzt, nach der These von Professor Kretschmer, heißt es, diese Vorstellung, dass man Menschen am Rand erreicht und dann stoßen sie zu den Kern vor, die funktioniert überhaupt nicht, weil die distanzierten Leute distanziert bleiben wollen. Und daher ergibt sich eigentlich ein anderes Bild, nicht der Kern mit den konzentrischen Kreisen, sondern eine Ellipse mit zwei Kreisen, wo die Aufgabe für Gemeinde und Gottesdienst darin besteht, was habe ich denn als Angebot für den Kern, für die häufig kommen, und was habe ich für die Leute, die selten kommen? Die waren ja in der Regel diffamiert bezeichnet als U-Boot-Christen, Weihnachtschristen und so weiter. Aber es sind einfach Menschen, die wollen zur Kirche gehören, aber sie wollen distanziert bleiben. In der Gottesdienstberatung ist die Aufgabe an der Stelle, wie kann ein Gottesdienstprogramm aussehen, dass dieses aus meiner Sicht neue, aktuelle und zutreffende Kirchenbild, das dem entspricht. Nächste Faktoren. Menschen erwarten etwas vom Gottesdienst. Keiner geht ohne Erwartung in den Gottesdienst hinein. Wir haben in der Studie vom Gottesdienstinstitut zwei Grundtypen ausgemacht, die könnte man weiter differenzieren. Ich glaube, für den Moment reichen zwei, die ich Ihnen kurz vorstelle. Ein Typ A sagt, im Gottesdienst will ich zur Ruhe kommen, im Gottesdienst will ich abschalten, im Gottesdienst will ich Zeit für mich haben. Es geht im Gottesdienst um meine persönliche Verbindung mit Gott und ich möchte konzentriert sein und meinen Gedanken nachgehen.
Das sind dieser Typ A ist einer, der in der die bayerische Gottesdienstform G1 bei uns schätzt. Typ B, wie sieht der aus? Typ B sagt, Gottesdienst ist ein Teil der Gegenwart. Ich möchte, dass Gegenwartsfragen in der Kirche, auch in der Predigt vorkommen. Mein Musikstil ist nicht unbedingt klassisch. Mir ist es wichtig, dass es zu Kommunikation und Begegnung kommt. Ich möchte aktuelle Themen hören und ich möchte eine individuelle Sprachkultur. Die Gottesdienstberatung geht in der Weise darauf ein, dass man mal guckt, wo kommen eigentlich in welchen Gottesdiensten welche Typen vor und was kann man an dem Gottesdienst tun, dass die Menschen, die kommen, den Gottesdienst erleben, wegen dem sie kommen. Und nicht, dass man einen Gottesdienst hält für Leute, die gar nicht da sind. Vierter und letzter Punkt ist Gottesdienst und Qualität. Das ist ein Begriff, der in den letzten Jahren unglaublich geboomt hat, der kirchlichen Kreisen bisschen suspekt ist. Er kommt ja eigentlich auch aus der Wirtschaft, der Qualitätsbegriff. Es geht darum, kann man Produkte eigentlich verbessern? Wie kann man das machen, dass Produkte passgenau zu den Kunden passen? Und wie kann man weiterentwickeln, was es schon gibt? Man kann das bedingt auf den Gottesdienst anwenden, weil wir natürlich nicht diese klaren Vorgaben und Faktoren haben, die man danach evaluieren und abmessen kann. So leicht lässt sich, sage ich mal, die spirituelle Dichte von einem Gottesdienst nicht beschreiben. Trotzdem, wenn ich Ihnen einige Details nenne, werden Sie vielleicht sagen, vielleicht kann man doch was an dem Bereich der Qualität tun. Ich nenne mal so Beispiele, die mir so begegnet sind. Wenn Sie erleben, dass ein Pfarrer unmittelbar, bevor der Gottesdienst losgeht, aus dem Altarraum die letzten Absprachen mit dem Kirchenmusiker auf der Empore trifft, dann ist es wahrscheinlich nicht das, was ein Empfinden für den Gottesdienst fördert. Wenn Sie eine Kirchentür haben, die bei jedem, der reinkommt, quietscht und wenn es einmal auffällt, der wird bei jedem, der reinkommt, immer genau dieses Quietschen hören, das man eigentlich ganz einfach abstellen könnte. Weit verbreitet, Sie hören ein Pfeifen in der Mikrofonanlage, Sie haben eine innere Unruhe und denken, meine Güte, wann kommt es zur Übersteuerung und es pfeift und es stürzt einer raus und dreht die ganze Anlage zurück. Da gibt's jetzt ganz viele Punkte und man kann an der Qualität arbeiten. Und meine These ist, die Zukunft der Kirche entscheidet sich an der Qualität ihrer Gottesdienste. Wenn es uns gelingt, dass wir Gottesdienste anbieten, die Menschen hören wollen, die Menschen anspricht, die Menschen in ihrer Tiefe bewegt, dann werden die Gottesdienste Zukunft haben. Daran habe ich keinen Zweifel. Im Bereich der Gottesdienstberatung in dem Feld bin ich tätig, indem ich die unterschiedlichen Modelle für Qualität vorstelle, indem wir diese Modelle diskutieren und schauen, welche Maßnahmen für welche Bereiche innerhalb der Gottesdienstlandschaft passen. Mit dieser hoffnungsvollen Aussage, die Zukunft der Kirche entscheidet sich an der Qualität ihrer Gottesdienste, schließe ich meinen Beitrag für diesen Moment. Ja, vielen Dank, Christoph. Wir springen jetzt sozusagen von dieser Perspektive auf den Gottesdienst insgesamt nochmal rein in den Prozess in Schweinfurt und hören uns vom Christian Stuhlfaut aus seiner Perspektive nochmal an, was war das Entscheidende an dem Prozess in Schweinfurt? Gut, ja, weg von diesen spirituell-theologischen Überlegungen in die strukturelle Realität eines Gottesdienstes oder eines Prozesses. Und Sie merken es ja auch an der Aussage, an der Zukunft, an der Qualität der Gottesdienste entscheidet sich die Zukunft der Kirche. Also wir waren da durchaus auf einem verantwortungsvollen Feld unterwegs. Und ich teile jetzt mal den Bildschirm. Okay, Gottesdienstlandschaft Schweinfurt aus der Sicht der Prozessberatung. Das Entscheidende, Christoph hat schon gesagt, es wurde auch schon mehrfach erwähnt, dass da wirklich Prozess und Fachberatung gleichzeitig unterwegs waren in Schweinfurt, um diese neue Gottesdienstlandschaft
auf den Weg zu bringen. Und ich schilder mal kurz die Ausgangslage und die Vorgaben, so wie sie ich in meinen Unterlagen gefunden und in Erinnerung habe. Das Ziel war die Entwicklung eines gemeinsamen Gottesdienstkonzeptes, neue Gottesdienstlandschaft Schweinfurt genannt, für die 8 Stadtgemeinden in Schweinfurt. Dazu ist zu sagen, dass sich im Laufe dieses Prozesses eine Gemeinde aus diesem Prozess verabschiedet hat und sich anderweitig mehr Richtung außen orientiert hat, weil das von der Synergie her und von der Lebenssituation her schlüssiger war für sie. Aber das hatte nichts mit dem eigentlichen Anliegen des Prozesses zu tun, dass man das nicht wollte. Vom Nebeneinander zum Miteinander im Gottesdienstangebot, also es wurde ja auch schon ein paar Mal erwähnt, nicht überall jeden Sonntag G1 und alle machen das Gleiche zur selben Zeit, sondern wir unterhalten uns drüber, wir koordinieren unsere Gottesdienstzeiten und wir gehen auch in Kooperation für die Gottesdienstangebote und sind da auch gemeinsam unterwegs. Es war von Anfang an klar, dass es eben nicht nur ein struktureller und ressourcenorientierter Prozess sein soll, sondern eben auch ein geistlicher, spiritueller, inhaltlicher Prozess. Was für Gottesdienste wollen und brauchen die Menschen in Schweinfurt? Also es war ganz klar der Blick in den Sozialraum, mit wem haben wir es hier zu tun? Nicht, was wollen wir und was würde uns mal Spaß machen? Das war natürlich auch ein großer Faktor, aber vor allem auch so, wer lebt denn hier und was brauchen diese Menschen für gottesdienstliche Angebote, weil das eben etwas originär Christliches ist und ein Kirchliches, was sonst niemand anderes anbietet. Dann die Fragestellung, was ist denn unser Auftrag, unsere Aufgabe dann in dieser Hinsicht? Und natürlich auch die Frage, was ist uns denn möglich von den Ressourcen her, vom Einsatz her, von der Energie? Schwer wiegt das Gottesdienstangebot in unserer Arbeit und wie viel wollen wir darauf verwenden? Eben nochmal Fach- und Prozessberatung in einem Gottesdienstinstitut und Gemeindeakademie. Und Christoph und ich, wir waren ja dann auch immer mit den Autos, mit dem Auto hin und zurück unterwegs und haben uns da vorbereitet auch und nachbesprochen. Und empfand ich als sehr, sehr befruchtend, dass wir beide da in diesem Prozess gemeinsam unterwegs waren und auch noch sind. Der Prozess selber, der Weg, ich habe nachgeschaut, Vorgespräche und Auftragsklärung im März, April 2019 mit Dekanen und Interessierten bzw. den Initiatoren, wurde ja auch schon erwähnt. Es gab in diesem Prozess öffnende und verdichtende Elemente. Das heißt, es gibt eine Steuerungsgruppe, die verantwortlich ist für den Prozess, für die Vor- und die Nachbereitung, Zusammenfassung, Einladungen, Organisation, für die Kommunikation in die Projektgruppe, die stelle ich dann gleich noch vor, und in die Kirchenvorstände. Diese Gruppe hatte keine Entscheidungsbefugnisse in inhaltlicher Hinsicht, sondern hat lediglich dafür gesorgt, dass dieser Prozess weitergeht mit den entsprechenden Formaten. In dieser Steuerungsgruppe war Dekan Bruckmann, dann damals noch 3 Hauptamtliche aus dem Dekanat, aus den Gemeinden, das Gottesdienstinstitut und eben die Gemeindeakademie. Wir haben uns immer wieder vereinbart und getroffen, so im Schnitt so alle 6 bis 8 Wochen, durchaus auch online. Am Anfang natürlich noch präsent, aber später unter Corona online. Und dann gab es die Projektgruppe. Diese Projektgruppe hatte die Aufgabe der Entwicklung und der Ausarbeitung des Gottesdienstkonzepts unter geistlicher, inhaltlicher und struktureller Hinsicht, natürlich auch unter ressourcenorientierten Gesichtspunkten. Auch keine Entscheidungsbefugnisse und Treffen je nach Anlass und Bedarf. Da habe ich was falsch geschrieben, aber die Zusammensetzung war eben ein Kirchenvorsteher, eine Kirchenvorsteherin pro Gemeinde, eine Pfarrerin pro Gemeinde, ein Vertreter aus jedem Jugendausschuss, der Citykirchenpfarrer, also Heiko Kuschel, der Dekan Oliver Bruckmann und Christoph Hechtel und ich. Und dann die dritte Gruppe waren die Kirchenvorstände und die Jugendausschüsse, alle Mitglieder in gemeinsamen Treffen und in jeweiligen KVs, Beratungen über das Erarbeitete
Rückmeldungen an die Projektgruppe, Beschlüsse, also die einzigen, also das war, ist auch das Beschließen, sind die beschließenden Gremien, die Mandate, also legt los, macht weiter mit diesem Prozess, unser Segen habt ihr, und auch die Kommunikation in die Gemeinden hinein, um die Gemeindemitglieder eben auch mitzunehmen. Treffen jeweils nach Anlass und Bedarf im Verlauf des Prozesses. Gestartet haben wir, ich habe nachgeschaut, am 21. Mai 2019 mit einem Workshop aus den Teilnehmenden aus den 8 Kirchengemeinden. Sind erstmal so in die wertschätzende Erkundung gegangen, gute Erfahrungen mit Gottesdiensten. Worauf hätte ich denn mal Lust? Was würde mich denn mal reizen im Blick auf Gottesdienste? Wir haben uns die gegenwärtige Gottesdienstlandschaft damals angeschaut und auch mal geschaut, wenn wir zur neuen Landschaft unterwegs sind, welche Themen werden denn dabei wichtig, was müssen wir berücksichtigen und welchen Prozess brauchen wir dazu? Zeit, Form und Ressourcen. Dann kam am 26. September ein Nachmittag mit den Pfarrerinnen und Pfarrern der Innenstadtgemeinden, um aus deren Sicht mal drauf zu schauen, Vorstellung des Prozessdesigns, was ist denn speziell aus Ihrer, aus der hauptamtlichen Sicht zu beachten? Wer muss denn mit ins Boot aus Ihrer Sicht? Was sind, wenn Sie Ihre Gemeinden anschauen, Erfolgsfaktoren für das Gelingen? Dann hat Christoph Hechtl nochmal einen Blick auf das Gottesdienstverhalten gezeigt, uns vorgestellt, wer besucht Gottesdienste und warum, so ähnlich, wie Sie es gerade gehört haben. Und dann natürlich die Vorbereitung des Kirchenvorstandstages am 16.11. Und dieser Tag war wirklich in der Christuskirche, in den Räumlichkeiten, da waren alle Kirchenvorstände aus den 8 Gemeinden zusammen. Und das war sozusagen das Kick-off für den ganzen Prozess. Ging damit los, die Zielvorstellung, wir haben ein klares Bild vom Weg zu einer neuen Gottesdienstlandschaft. Dann gab es vom Dekan Bruckmann Informationen einfach zum gegenwärtigen Stand der Dinge. Gruppenarbeit, was lockt mich daran, was lässt mich zögern, und dann, damit der Prozess gelingt, was brauchen wir dazu? Festlegen der Projektgruppe, konkrete Vereinbarungen wurden getroffen, und dann ging es praktisch in den genannten Strukturen los. Die Aufgaben der Projektgruppe waren, die Regeln für die Gestaltung der Gottesdienstlandschaft erstellen, die hat der Heiko Kuschel vorhin schon vorgestellt, Gottesdienstlandschaft für Schweinfurt entwerfen, also Szenarien, Rückkopplung in die Gemeinden, eventuell Änderungen und Anpassungen vornehmen. Und das war damals das Ziel, Umsetzung der Gottesdienstlandschaft zum ersten Advent 2020. Alles, was dazu nötig ist, selbst verwirklichen oder auf den Weg bringen. Ja, das war der Plan und wir waren auf einem guten Weg. Und die Regeln muss ich nicht nochmal vorstellen, die haben Sie schon gelesen. Und dann kam Corona. Erstmal ging gar nichts mehr in großen Gruppen und Gremien. Die Steuerungsgruppe hat sich aber trotzdem regelmäßig getroffen, um den Prozess nicht einschlafen zu lassen und um einfach die Kommunikation in die anderen beiden Gruppen aufrechtzuerhalten. Immer wieder Wasserstandsmeldungen gegeben und gesagt, wir leben noch und der Prozess auch. Am 1.7. und 16.10.20 hat die Projektgruppe mal zwischen den Lockdowns getroffen, um Corona-Erfahrungen auszuwerten. Und dann kam wieder der nächste Lockdown. Und Mitte 21 wurde es bereits, bis der Prozess wieder richtig Fahrt aufnahm. Ursprünglich war ja das Ziel, wir wollen fertig sein, bevor die Stellenplanung, Pfarreibildungen, Immobilien und andere Prozesse Kraft und Energie rauben bzw. auf sich ziehen. Vorher soll das fertig sein, aber das war dann leider nicht möglich. Und so wurde es dann eben so, dass sich das überschnitten hat. Aber es hat natürlich auch Nutzen gehabt. Andere Prozesse und die Entscheidungen konnten gleich einbezogen werden in den Gottesdienstprozess. Wir nähern uns dem Ziel. Die Projektgruppe hat 2022 Schwerpunkte für die Gottesdienstlandschaft entworfen, Rolle der G1-Gottesdienste mal angeschaut, sollen die gesetzt sein und wir stricken das Konzept außenrum oder ist der Gottesdienst G1 nur ein Baustein unter vielen? Welche Orte haben wir, welche Ressourcen und Möglichkeiten?
Wir haben eine Methode entwickelt, die gleich vorgestellt wird zur Planung des Farbschemas und überlegt, wie die Planung denn, wenn der Prozess mal zu Ende gebracht ist, zukünftig laufen kann. Tag der Kirchenvorstände 23, das war jetzt das letzte große Ereignis, das Motto, wir probieren es aus. Wir haben nochmal an die Ausgangslage, den Weg erinnert, den wir bisher gegangen sind, haben dann die ausgearbeiteten Kriterien vorgestellt, die Methodik und das beispielhaft ausgearbeitete Ergebnis eines Gottesdienstplans für die neue Gottesdienstlandschaft in Schweinfurt und haben uns dann gleich da Rückmeldungen aus den Kirchenvorständen geholt und abschließend eine Skalierungsfrage gestellt auf einer Skala von 1 bis 10. Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Ihr KV diesem Konzept zustimmt? Und die Werte waren alle so zwischen 7 bis 9. Es gab noch ein paar Anmerkungen, da könnte man noch ein bisschen draufschauen. Aber im Großen und Ganzen war das ein Go, also macht weiter. Und die Zielgerade ist jetzt so, es gab einen Brief des Dekanats an die beteiligten Kirchenvorstände mit nochmaliger Vorstellung des Ganzen und bitte um Beschlussfassung und Rückmeldung bis zum 19. Mai dieses Jahres ans Dekanat. Die neue Gottesdienstlandschaft Schweinfurt gilt ab, da habe ich mich nochmal daran erinnert, wann der Startschuss sein soll. Was haben wir gesagt? Nach den Ferien, glaube ich, ne? Hilfe aus Schweinfurt. Advent 2020, haha. Nein, also eigentlich, sobald wie möglich. Also ja. In Teilen ist er ja auch schon umgesetzt. Gilt ab sofort sozusagen. Und nach einem Jahr, wir schauen nochmal drauf, was hat sich bewährt, wo müssen wir was verändern oder anpassen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Christian. Beeindruckend, dieser lange Weg, den ihr da miteinander gegangen seid, unterbrochen durch Corona und jetzt trotzdem auf der Zielgeraden. Vielen Dank. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, und was genau ist denn jetzt rausgekommen bei Ihnen? Wie sieht denn diese Landschaft jetzt aus? Was ist das Ergebnis? Das wäre jetzt der letzte Schritt noch des Inputs, den wir hören. Müssten Sie jetzt 10 Elemente unserer Gottesdienstlandschaft, wo wir verschiedene Kategorien für Gottesdienste gefunden haben, die uns wichtig sind und die auch wirklich regelmäßig vorkommen sollen. Und wir haben einfach jeder dieser Kategorien eine Farbe zugeordnet. Manche sind relativ ähnlich, aber es war jetzt für uns nur erstmal wichtig, die Kategorien vor allem zu haben. Für Familien, für Jugend, Musik, also alles, was irgendwie ein Schwerpunkt auf Musik hat, Gottesdienst in bewährter Form, der soll auf jeden Fall immer irgendwo sein, Gottesdienst anders, da haben wir mehrere Formate, die eigentlich regelmäßig vorkommen, die meisten so 4 bis 6 Mal im Jahr, meditative Sachen draußen, digitale Gottesdienste, ökumenisch, Seniorengottesdienste, Gottesdienste und Demenz, manches überschneidet sich natürlich, manchmal kann man das nicht so ganz genau sagen, irgendwie schraffiert oder so haben wir jetzt nicht eingeführt, sondern haben uns dann halt immer für eines davon entschieden. Und wir haben da sehr lange rumprobiert im großen Plenum auch, wie sowas aussehen kann und sind für unsere letzte Sitzung dann zu dem Entschluss gekommen, wir planen jetzt bewusst nicht nach vorne, sondern um da jeden Druck rauszunehmen nach dem Motto, wir müssen ja jetzt, weil wir auch noch Vakanzen haben und sowieso weniger Pfarrstellen jetzt durch die Landesstellenplanung, durch die Umsetzung, wir müssen jetzt das so machen. Wir nehmen einen Zeitraum, der schon durchgeplant ist, nehmen alles raus und machen diesen Zeitraum mit unseren Vorgaben, die wir haben, einfach nochmal neu. Da waren sehr viele KirchenvorsteherInnen dabei. Ich mache das gleich ein bisschen größer, aber es ist immer das Problem, dass man entweder nur die ganze Übersicht hat oder aber halt nur einen Teil sieht. Wir haben hier oben die verschiedenen Gottesdienstorte. Hier steht auch wirklich extra fiktiver Gottesdienstplan drüber. Auferstehungskirche macht immer digital. Draußen haben wir nach Bedarf hier im Sommer. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Klinikgottesdienst, wo wir gesagt haben, wir haben schon immer am Samstagabend einen Gottesdienst. Aber dass man da auch reingehen darf, wenn man nicht krank ist, das ist
war selbst mir als Pfarrer erst nach Jahren dann klar, als ich hier in der Region war. Also da kann man auch in der Öffentlichkeitsarbeit arbeiten. Es ist immer noch relativ viel G1 lila hier, wenn man das so sieht. Aber wenn wir jetzt wieder auf das Gesamtbild gehen, ist doch schon einiges sehr viel bunter geworden. Und vor allem haben wir eben jetzt auf einmal einen Blick dafür zu gucken, welche Farbe kommt denn gerade gar nicht vor. Also hier in dieser Zeit, das ist ab dem 5.2. bis 24.3. ist relativ wenig für Familien. Wir haben, ja, was heißt relativ wenig? Hier haben wir zweimal. Da ist noch die Kirche Kunterbund. Und haben dann aber auch weitergemacht und geschaut. Wir haben bewusst eine Zeit drin gehabt, Ostern, also etwas Besonderes. Und da wird es dann auch schon deutlich bunter. Haben da aber auch wirklich dann festgestellt, ja, Osternächte haben wir ganz schön viele, da müssen wir eine streichen. Und zum Beispiel am Ostermontag gibt es in der ganzen Stadt nur ein einziges Angebot, das ist der Emmausweg von der Salvator zur Johanniskirche. Das ist ein relativ kurzer Weg für Familien. Oliver, du möchtest was sagen? Ich würde gerne einfach nur ergänzen, mir ist aufgefallen, das sieht schon in der Mischung ganz anders aus, wenn man die Tabelle kippt. Wenn man die Sonntage oben hat oder die Feiertage und die Kirchen an der Seite, dann sieht man, dass das, wenn man die Spalten dann von oben nach unten liest, viel bunter ausschaut. Und zwar eigentlich an jedem Feiertag. Also man darf sich nicht täuschen lassen. Das ist jetzt, dieser Plan ist jetzt tatsächlich den Kirchenvorständen zugegangen. Und ich weiß nicht, Oliver, ob bei dir irgendwelche Proteste eingegangen sind. Wir haben ja durchaus manches gekürzt, weil wir auch gesagt haben, mit dem geringeren Personal, das wir jetzt haben, auch das, das bedienen können, was zum Teil auch heißt, dass sich Zeiten verändern, damit bestimmte Schienen von einer Person abgedeckt werden können. Und hier zum Beispiel mehrere der kleineren Kirchen, die haben dann nur hier Gustav Adolf zum Beispiel, die haben nur einmal im Monat wirklich einen Sonntagsgottesdienst um 9, Salvator genauso. Die haben aber dann auch noch mal was Musikalisches oder hier Salvator entwickelt sich zur Kirche für den Jugendteil. Jede Kirche ihren Schwerpunkt hat. St. Lukas hat hier in dieser Zeit übrigens deswegen fast nichts, weil die Heizung kaputt ist. Das wird dann hier nach Ostern anders. Ja, vielen Dank. Gibt es dazu noch Ergänzungen jetzt aus Schweinfurt? Also ich wollte gerade noch sagen oder kann noch beisteuern, es gibt schon noch Rufe und Nachforderungen aus einzelnen Kirchenvorständen, aber das ist auf einem Niveau, das jetzt den ganzen Prozess nicht in Frage stellt und schon gleich gar nicht grundsätzlich in Frage stellt. Also das ist ja klar, dass wir jetzt noch kommunizieren und dass da auch noch vielleicht an der einen oder anderen Schraube gedreht wird. Aber es hat sich jetzt deswegen auch als nachträglich sehr, sehr gut herausgestellt, dass der Landesstellenplanungsprozess sich dann doch geschnitten hat mit dem Gottesdienst Landschaftsprozess, weil das einfach jetzt sehr viel mehr im Bewusstsein ist, dass wir einfach auch über Ressourcen reden müssen. Und es wird sich jetzt bei den Dienstordnungen entscheiden, was die Kirchenvorstände dann wirklich wollen. Doch mehr Gottesdienste noch und dafür dann weniger Seelsorgebesuche oder eben nicht. Aber das können wir jetzt eigentlich ganz ruhig angehen. Also das ist mein Eindruck, meine Lageeinschätzung im Moment zu den Reaktionen. Das ist sehr moderat. Und ich möchte gerne noch ergänzen, dass bei dem ganzen Prozess immer wieder deutlich geworden ist, dass wir einerseits eine sehr bunte Landschaft schon haben. Also das sind gar nicht so viele, also da ist die Verschiedenheiten der Gottesdienste gab es zum großen Teil tatsächlich schon. Nur war das nur in den einzelnen Gemeinden und war nicht stadtweit bewusst. Also das ist auch etwas, was im ganzen Prozess immer deutlicher geworden ist. Es gibt für jeden Sonntag Angebote, man muss es halt wissen. Und das ist auch ein Stück, das entlastet dann natürlich auch in den Gemeinden. Und deswegen
das ist auch mein Eindruck, insgesamt sind alle dafür, dass wir genau auf diesem Weg weitermachen in der Stadt. Ja, ich möchte das auch nochmal betonen. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel geändert, außer den Blick auf das Ganze. Wir haben mal einzelne Sachen rausgestrichen, aber nicht so wahnsinnig viel, aber wirklich diesen Blick geweitet. Ja, wir haben schon was rausgestrichen, ich weiß. Aber das Wichtigere ist eigentlich dieses, wir sehen uns als eine große Gemeinde und versuchen zumindest nicht neidisch auf die Nachbarn zu gucken, sondern uns hier gemeinsam zu präsentieren. Und da werden wir jetzt auch gewaltig dran arbeiten müssen. Und der nächste Schritt ist nun tatsächlich, dass wir auch den gemeinsamen Stadtgemeindebrief, den wir schon seit 102 Ausgaben jetzt haben, dass der auch eine neue Struktur bekommen muss, weil sich einfach so viel hier geändert hat. Aber da wissen wir noch nicht so ganz genau, wie das aussieht. Christoph Hechtel noch dazu. Ja, das ist genau der Punkt, den ich noch einbringen wollte, dass der Gottesdienstplan nach Farben jetzt die Möglichkeit hat, dass meinetwegen mal im Gemeindebrief darstellt, welche Angebote gibt es meinetwegen für die Leute, die für Gottesdienste mit Kindern, die da teilnehmen wollen. Oder wenn jemand Musik interessiert ist, was gibt es in dem Zeitraum des laufenden Gottesdienstplans an Angeboten mit Gottesdiensten, in der Musik eine große Rolle spielt? Das heißt, man kann über dieses Farbschema auf der einen Seite dann auch mal eine gezielte Werbung machen für bestimmte Interessen. Und man kann dann, das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter, im Blick auf die Konzeption von Gottesdiensten viel einfacher nochmal schauen, passt eigentlich jetzt dieses Farbschema zu dem, was wir eigentlich wollten oder was fehlt eigentlich, was wollen wir vielleicht noch zusätzlich auch nochmal entwickeln. Also das hat im Blick auf die Werbung für Gottesdienste und auch im Blick auf die Konzeption der Gottesdienstlandschaft in Schweinfurt eine enorme Auswirkung. Ja, vielen Dank. Ich finde es sehr spannend, dass ich habe verstanden, dass es mindestens drei Funktionen sind, also die nur durch dieses Instrument Farbschema da sind. Die Öffentlichkeitsarbeit einerseits, die interne Überprüfung, was wollen wir denn eigentlich, wie wollen wir uns darstellen? Dann auch nochmal die Frage nach den Ressourcen, wie viel wollen wir da im Bereich Gottesdienst reingeben oder eben auch nicht. Ja, vielen Dank an der Stelle für das, was Sie uns hier vorstellen aus Schweinfurt. Was wollen Sie noch wissen? Was wollen Sie anmerken? Wo wollen Sie vielleicht auch noch mal eine eigene Erfahrung beisteuern, von denen die anderen hier was haben könnten? Ja, Johanna. Ja, mich würde tatsächlich die praktische Umsetzung dieses Konzepts interessieren, wie das jetzt läuft und wie es auch angenommen wird. Ich habe es gerade in der Kleingruppe erzählt. Wir versuchen hier gerade auf Basis von 3 Kirchengemeinden mit einer relativ ähnlichen Struktur, 5 Gottesdienstorten, so ein ähnliches Konzept hinzukriegen. Wir haben es nicht ganz so akademisch angefangen wie die Schweinfurter, sondern eher so, wir machen jetzt mal. An manchen Stellen funktioniert es ganz gut, an manchen ruckelt es deutlich. Und mich würde es ja wirklich mal interessieren, wie haben Sie das in Schweinfurt auf die Straße gebracht und wie wird es angenommen? Also sonst sage ich eben kurz was dazu. Ich habe das vorhin in der Kleingruppe gesagt. Ich glaube, eine der ganz wichtigen Dinge war dieses Signal. Wir machen hier Räume für euch auf. Wir engen euch nicht ein, sondern ihr könnt euch viel stärker darauf konzentrieren, was wirklich euer Herzensanliegen ist. Ihr könnt viel stärker in Richtung Familien gehen oder Musik oder Lobpreis oder was auch immer. Und dass wir am Anfang erstmal wirklich ganz offen gefragt haben, was wollt ihr eigentlich für Gottesdienste? Und da noch gar nicht eingeschränkt haben und gar nicht geguckt haben, was ist überhaupt personell zu stemmen oder so. Und jetzt ist es natürlich gerade erst ganz am Anfang der Umsetzung. Und da ist vielleicht sogar Wolfgang dann der Bessere, da was dazu zu sagen, weil du machst, glaube ich, die Planung jetzt weiter. Ja, also erst was noch ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir
in vielen Kirchen machen, dass die Gottesdienstbesuche ja nicht intensiver geworden sind in den letzten Jahren. Und dass viele Gemeindeglieder ja auch schon merken, dass es schöner ist, wenn man gemeinsam zum Gottesdienst feiern zusammenkommt. Also dass es da durchaus auch ein Interesse daran gibt, dass man gemeinsam Gottesdienst feiert. Das war auch immer ein Punkt, der mitgedacht werden konnte. Die ganze Zeit über. Deswegen grundsätzliche Interesse daran habe ich überall verspürt, dass wir es machen. Also zumindest auch in meinem Kirchenvorstand, der ja jetzt auch aufgefordert wurde, sich dazu zu äußern. Ja, da gab es schon, klar, es gibt manche Dinge, die nicht einfach nur gut schmecken. Aber insgesamt die Ideen, die dahinter stehen, die werden als hilfreich empfunden, das glaube ich schon. Ich denke, das dauert schon noch ein paar Wochen und Monate, bis da die große Freude darüber ausbricht. Aber die Kirchenvorstände machen sich mit auf den Weg und nach allen Gesprächen, die ich so führe mit Gemeindegliedern, im Grunde auch, Stück für Stück. Ja. Also da muss man halt sehen, dass es ein bisschen weniger geworden ist im Angebot. Ist es tatsächlich, also die reine Anzahl der Gottesdienste ist weniger geworden. Aber gleichzeitig ist halt die Bewusstheit dafür größer geworden, es gibt in unserem Bereich viele Gottesdienste und zwar auch verschiedenartige Gottesdienste. Das war das ganz Neue und das kommt gerade so richtig auf den Weg. Danke. Herr Bruckmann und dann Herr Sonnemeier. Ich würde zwei Sachen noch sagen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Also erstens, das habe ich vorhin schon mal gesagt, es gibt natürlich schon auch noch Nachforderungen. Und das wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Also so viel zu der Frage. Und die müssen auch gehört werden. Und die können wir jetzt auch nicht einfach abschmettern. Also wenn wir dann schon fragen, was wir jetzt ja gerade tun, dann muss man auch hören, wenn aus irgendeiner Ecke kommt, ja, aber so ist es für uns dann doch sehr schwierig. Auch wenn die Wertungen im Prozess selber erstaunlich hoch waren. Das ist das, was mich mit am meisten erstaunt hat. Das ist das eine. Also wir werden noch hören müssen und auch Wege suchen müssen, wie wir das ein oder andere auch noch ein bisschen modifizieren können. Das muss so ein Prozess auch hergeben, finde ich. Können Sie mal zwei Beispiele sagen, was so Nachforderungen sind? Ein Beispiel ist, wenn eine Gemeinde sagt, also wenn wir nur noch einen Gottesdienst im Monat haben, ist uns das zu wenig. Und dann heißt es aber ja noch nicht, dass die nicht bereit sind zu sagen, wir müssen halt auch drüber nachdenken, zu welcher Zeit soll noch ein Gottesdienst sein und welches Format könnte das dann sein? Also es geht jetzt nicht einfach nur darum, dass G1-Gottesdienste eingeklagt werden. Da sind die schon weit mitgegangen. Das ist das eine. Das andere, was jetzt neu ist seit einiger Zeit, und das kam in dem Prozess auf, ist, dass wir stadtweit unseren Gottesdienstplan gemeinsam machen. Und das ist sowas von anders, wie wenn wir in jedem Pfarramt, in jeder Dienstbesprechung mit ein oder zwei oder maximal drei Leuten Gottesdienstplan für zwei Gottesdienststationen gemacht haben. Das geht jetzt anders, weil wir das gemeinsam machen. Und das ist ein Stilwechsel. Das hätte ich mir auch nicht so einschneidend vorgestellt. Das ist richtig klasse. Ja, vielen Dank. Herr Sonnemeier. Ich würde genau da gerne nochmal nachfragen, bei dem wir machen gemeinsam stadtweit einen Gottesdienstplan zusammen. Mein Eindruck war jetzt, dass es bei dem Prozess viel auch um Identität oder Beheimatung ging und die Erlaubnis, diesen Gottesdienstplan auch gemeinsam machen zu dürfen. Und mich würde jetzt noch so ein bisschen interessieren, nach welchen Regeln wird er denn dann aufgestellt? Gibt es da irgendwie sowas wie, es dürfen maximal 5 Kollegen am Wochenende im Einsatz sein oder mindestens in 2 Kirchen soll kein Gottesdienst stattfinden? Ich weiß es nicht. Das sind jetzt nur, was ich mir irgendwie denken kann. Gibt es da irgendwelche Regeln oder sitzt man da einfach am Tisch und sagt, jetzt ist es bunt genug? Blende noch mal ganz kurz die Regeln ein, die wir hatten. Eventuell kann ich sie ein bisschen größer machen. Die sind aber sehr allgemein formuliert. Und natürlich geht es da auch um die Ressourcen, und zwar auch um die Personalressourcen. Und dass die kleiner geworden sind, ist, denke ich, klar.
Ansonsten bin ich tatsächlich in der aktuellen Planung als Nichtgemeindepfarrer nicht drin. Ich weiß nicht, ob ihr da noch was dazu sagen wollt. Also ich kann mal aus meiner Sicht was dazu sagen, was ich noch in Erinnerung habe. Eine Regel ist zum Beispiel, in jeder Gemeinde findet mindestens einmal im Monat ein G1-Gottesdienst statt. Also vorher war wirklich in jeder Gemeinde jeden Sonntag ein G1, aber in jeder Gemeinde einmal im Monat ein G1-Gottesdienst. Und wir haben bei der Planung, bei der Beispielplanung natürlich auf die Verschiedenheit der Gottesdienstangebote geschaut, aber wir haben auch immer das Raster drüber gelegt, ist das von der Ressource her machbar? Also es sind genug Kolleginnen, Kollegen, Prädikantinnen und Lektorinnen da, damit das, was da steht, auch so passieren kann, dass es leistbar ist und dass nicht jeder jeden Sonntag auf der Kanzel ist. Also das sind durchaus, es war so ein Raster, das ich dazu beitragen möchte. Jugendgottesdienste war auch ein weiteres Raster, also wo mit der Jugend abgesprochen worden ist, was an Ressourcen habt ihr zur Verfügung und wie stellt ihr euch die Präsenz von Jugendgottesdiensten in dem neuen Gottesdienstplan vor? Und die Vorstellungen sind auch umgesetzt und sind auch eigentlich ein Teil dieser Regeln. Ja, ein weiterer Gesichtspunkt ist noch, dass der Blick sich ein bisschen ändert, sozusagen auf die Zeiträume. Also ich stelle fest, dass wir mehr schauen oder auch noch schauen können, was so den Jahreskreis betrifft. Also was in der Regel in Kirchenvorständen oder in Gruppen, in Arbeitsgruppen nicht so sehr gesehen wird, dass es Krankheitszeiten gibt, dass es Urlaubszeiten gibt, dass es Zeiten gibt, wo wir Vakanzen haben. Das wird noch am ehesten gesehen. Und daraus kann man ja auch noch mal einen Schuh machen. Wenn man sagt, also okay, wir haben dann zu bestimmten Zeiten im Jahr in verschiedenen Kirchen vielleicht noch einen Gottesdienst mehr, dann könnte das ja bedeuten, dass dann im August eine Kirche ganz zu ist, wenn Urlaubszeit ist oder irgendwie sowas. Also, dass wir ein bisschen kreativer werden, wie wir mit Ressourcen auch umgehen können, so dass wir nicht mit der Keule überall einmal drüber ziehen und schauen, wer sich nicht rechtzeitig duckt, ist weg, sondern dass man das auch übers Jahr anders verteilen kann. Das sind so Kriterien, die aus meiner Sicht eine stärkere Rolle spielen als früher. Da sind wir dran. Darf ich an der Stelle noch eins nachfragen? Mich würde noch mal interessieren, Sie sind jetzt ja in Ihrer Rolle als Dekan an der Stelle mit drin, weil das auch Ihr Bereich ist, in dem Sie als Gemeindepfarrer noch tätig sind. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist es, dass da ein Dekan oder eine Dekanin dabei ist bei solchen Prozessen? Sie haben vorher das Stichwort Dienstordnung gebracht. Also das ist ja eigentlich ganz, für mich jedenfalls mal ganz einfach zu beantworten. Es ist nicht wichtig, dass da ein Dekan dabei ist. Das hat ja mit Leitung und Aufsicht jetzt eigentlich nichts zu tun. So ein Prozess, das können ja die anderen auch, die können die auch ohne mich. Und wiederum andersrum, ich bin ja auch für die Dienstordnungen derer zuständig, die in den anderen Regionen im Dekanatsbezirk sind. Also ich kann nicht nur auf den Bereich schauen, in dem ich selber bin. Und ich habe auch einen ganz kleinen Gemeindeanteil. Ich habe 9% nur. Also ich habe einmal im Monat selber Gottesdienst. Mehr habe ich nicht. Also das geht auch ohne Dekan. Was aber nicht geht, ist ohne Beratung. Also aus meiner Sicht, das war der Bringer, dass wir diese beiden Berater hatten, und zwar beide. Aus der Perspektive des Gottesdienstes sozusagen als Fachberatung und aus Sicht des Prozesses, der Struktur, der Gemeinde, der Kybernetik. Das ist, also ohne das, glaube ich, hätten wir uns heillos verzettelt, wie wir uns oft verzetteln. Wir verzetteln uns wirklich oft. Du hast es vorhin so nett beschrieben, unsere Fahrten hin zur Veranstaltung und zurück zur Veranstaltung. Das Spannende, weil du es gerade gesagt hast, Oliver, war für uns auch wirklich, wie unterschiedlich eine Veranstaltung aussieht. Aus meiner Sicht
der Gottesdienstberatung und aus deiner Sicht, Christian, aus der Prozessberatung. Und es war auch total interessant, dass es Veranstaltungen gegeben hat. Da hast eigentlich fast nur du geredet und es hat Veranstaltungen gegeben, hat fast nur ich geredet, weil es jeweils um unterschiedliche Thematiken ging. Und dass diese beiden Thematiken vorkommen, das ist wirklich das Entscheidende. Und ich bin immer so, aus meiner Sicht jetzt als Gottesdienstberater, ich bin immer traurig, wenn solche Prozesse laufen, ohne dass man fragt, welchen Gottesdienst wollen wir eigentlich? Wie sollen die eigentlich aussehen? Was ist eigentlich ein lebendiger Gottesdienst? Wo haben wir eigentlich unsere Stärken? Wo, wenn wir schauen, ist was lebendig und wo ist was los? Danke, Christian Stuhlfaut. Ich wollte nochmal auf die Rolle des Dekans eingehen. Ich denke nicht, dass es da unbedingt einen Dekan braucht, aber es braucht Promotoren. Also es braucht Menschen, die das wollen und die da Energie reinstecken. Es muss nicht der Dekan sein, sondern es können Personen aus diesem Kreis sein, aber es braucht wirklich Leute, die dranbleiben und die auch mal so durchstrecken wie Corona mit durchstehen und da Energie reinstecken, weil sie eine Idee, eine Vision haben und eine Leidenschaft. Das denke ich, braucht es. Und in dem Zusammenhang, das habe ich vorhin auch schon in der Kleingruppe gesagt, es war sehr wichtig, dass die Jugend mit einbezogen wurde. Und zwar, die mussten wir da nicht hintragen. Die haben wirklich von sich aus gesagt, wir wollen dabei sein. Wir wollen damit überlegen und mitdenken. Im Gegenteil, wir mussten sogar sagen, von der Teilnehmerzahl her nicht ganz so viele. Aber da kam viel Idee, viel frischer Wind, viel Energie rein und viel ungewöhnliche Ideen. Also das war ein großer Pluspunkt. Und bei diesen ganzen Prozessen, was auch Johanna Greff vorhin gesagt hat, natürlich gibt es in jeder Gruppe und in jedem Prozess gibt es Promotoren, es gibt Skeptiker, es gibt Bremser und es gibt absoluten Widerstand. Und die Frage ist immer, wo fließt meine Energie hin in einem Prozess und in der Beratung und auf einem Weg, mit dem man miteinander unterwegs ist. Die absoluten Widerständler oder Widerständlerinnen, die werde ich nicht kriegen. Aber so die Skeptiker, also die noch Argumente brauchen, die so auf der sachlichen Ebene noch Bedenken haben, oder die Bremser, die von ihrer Persönlichkeit her eher so die langsameren, die vorsichtigeren sind, die kann ich mir gut holen. Und unsere Energie fließt oft in diese absoluten Widerständler, und die werde ich nicht mitkriegen. Da nochmal genau hinzuschauen, wo kann ich da schrauben oder drehen? Mit wem rede ich da und wo fließt meine Aufmerksamkeit hin? Danke. Gibt es noch eine Frage oder eine Anmerkung oder eine eigene Erfahrung zum Thema Gottesdienstlandschaft in der Region? Was mich nochmal interessieren würde, war ja, glaube ich, auch vorhin so eine Fragestellung, gibt es denn so, oder greife ich dir jetzt davor, Michael, ich weiß es nicht, aber ich stelle es jetzt trotzdem mal, gibt es denn auch so Punkte, wo jemand von Ihnen sagt, das wäre auch was für uns, oder da, also das und das könnte ich da mitnehmen, da habe ich eine Idee bekommen, wie es gehen könnte, das hat mich inspiriert. Oder auch zu sagen, das ist ein schönes Modell für Schweinfurt, aber bei uns wird es nicht funktionieren. Ja, Frau Sammet-Kipps. Das System, also das, was in Schweinfurt gelaufen ist, das hatten wir vorhin in der Gruppe schon, das ist für meiner Ansicht nach nicht so direkt umzusetzen, schon gleich gar nicht, aber weil ich bin in der ländlichen Gemeinde, der ganze Dekanatsbezirk ist ländlich, und da ist es schwierig, die Leute von ihrer Heimatkirche wegzubringen. Also das wird bei uns wahrscheinlich ein wesentlich längerer Prozess sein, der viel, viel Arbeit bedeutet. Aber die Idee an sich, die dahinter steht, die, ja, finde ich gut. Im Endeffekt bleibt uns auch nichts anderes übrig, würde ich sagen, in der momentanen Situation. Danke. Das wäre nochmal die Frage, müsste so ein Prozess an manchen Stellen in einem eher ländlichen Bereich ein bisschen anders aufgestellt sein, oder sind da die Fragestellungen einfach nochmal anders? Beides, beides
würde ich sagen. Mhm. Also ich bin gerade am Überlegen, mit was man am ehesten anfängt. Ich denke, wir haben hier in der Gemeinde verschiedene, sehr unterschiedliche Gottesdienste. Inwieweit die Außengemeinden, die jetzt dazukommen, da das akzeptieren werden, da müssen wir mal sehen. Wird sich rausstellen. Aber es wäre schön, wenn man manches auslagern könnte. Vielleicht ist das nochmal eine Frage auch an dich, Christoph Hechtel. Wenn du da drauf schaust, ist das ein Thema Stadt, Land? Ist das da wirklich unterschiedlich oder was ist da unterschiedlich? Also ich selber lebe ja auf dem Land, habe jetzt an Ostern auf unseren kleinen Dörfern mit 300 Seelen die Gottesdienste gehalten und also ich mag das sehr. Man müsste definitiv auf dem Land den Prozess anders aufsetzen. Auf dem Land, die Stärke auf dem Land ist, dass man sich kennt. Die Stärke auf dem Land ist das, dass es eine hohe Verbundenheit zur Kirche gibt, auch zum Kirchengebäude. Also wenn ich das bei uns mal angucke, dass man auf dem Weg zur Kirche jeweils an den Gräbern der Verstorbenen vorbeigeht. Das, wenn man an einer anderen Kirche macht, hat man keinen Bezug dazu. Wenn man es an der eigenen Kirche macht, geht man an der Dorfgeschichte vorbei. Und von daher sind es einfach nochmal ganz andere Zusammenhänge, die ich aber hochspannend finde, wie man damit umgehen kann. Also wenn Leute sich, das hatten wir in unserer Kleingruppe, wenn Leute sich sperren oder verhärten, dann steckt in der Regel irgendeine Sorge oder eine Angst dahinter. Und wenn man dahinter kommt, was ist denn die Sorge und was ist denn die Angst, dann kann man überlegen, kann man denn was tun, dass man eine Veränderung anstößt und diese Angst kleiner werden kann. Oder man tut was, dass es trotzdem weitergehen kann. Aber da, ich würde in die Richtung von auf dem Land sagen, fände ich total interessant, aber man muss es definitiv anders aufsetzen. Ja, vielen Dank. Und die Ankündigung, die hören wir mit großen Ohren, dass ihr beide da dran seid, nochmal was zu entwickeln. Ich glaube, das würde auf großes Interesse stoßen. Land auf, Land ab. Ja, wir sind ungefähr 10 vor. Ich würde an der Stelle diese Runde beenden. Und bevor ich jetzt gleich an Martin Simon für die Schlussrunde übergebe, mich einfach nochmal herzlich bedanken an Sie aus Schweinfurt, Herr Bruckmann, Herr Kuschel, Herr Weich, dass Sie uns das vorgestellt haben, mit eingebracht haben. Ich glaube, das war sehr anregend, eben nicht nur theoretisch, sondern praktisch zu sehen. So kann es gehen mit all dem, was da auch ruhig noch ruckeln darf. Und an euch beide, Christoph Hechtel und Christian Stuhlfaut, die ihr das begleitet habt, auch da herzlichen Dank für das, was ihr hier zur Verfügung gestellt habt. Und damit übergebe ich an dich, Martin. Ja, der heutige Aufbruch neigt sich dem Ende entgegen. Wir haben zwei Ausblicke, zwei Schmankerl noch für Sie und den Segen für Sie. Also gönnen Sie uns diese 5-6 Minuten noch. Das naheliegendste ist der Chat, den Sie auf der Seite haben, falls Sie ihn schon geöffnet haben, oder unten auf das Sprechsymbol Chat gehen. Dort können Sie Ihre Rückmeldungen auf die heutige Veranstaltung reinschreiben, was Sie noch loswerden wollen. Oder wenn Sie es noch nicht getan haben, Ihre Mailadresse hinterlassen, dann bekommen Sie eine Erinnerung vor der nächsten Veranstaltung. Und damit sind wir schon beim Ausblick. Ich zeige Ihnen das Naheliegendste. Das ist in 5 Wochen der nächste Aufbruch in die Region. Am 24. Mai um die gleiche Zeit, 17 bis 19 Uhr, Konfirmandenarbeit in der Region. Das ist ja auch ein Feld, wo Organisation und Inhalt zusammenspielen und auch ein Feld, in dem schon einiges geschehen ist, wo es sich auch anbietet, zusammenzuarbeiten. Und da werden wir in 5 Wochen dran arbeiten. Jetzt sehr naheliegend am 24. April die Präsenzveranstaltung in Augsburg zur regiolokalen Kirchenentwicklung. Haben wir auch schon darauf hingewiesen. Und das ist die Brücke
jetzt in das, was ich Ihnen zeigen will, was Sie nutzen können, wo auch das Material eingestellt wird von vergangenen Veranstaltungen und zukünftigen. Wir gehen da gleich zusammen hin. Ich stelle Ihnen zusätzlich den Link auf das Padlet jetzt in den Chat. Gerade kam an mich direkt die Frage, inwieweit die Präsentationen des heutigen Tages, also zum Prozessdesign, aber auch zu den Ergebnissen in Schweinfurt eventuell zur Verfügung gestellt werden können. Das können die Beteiligten jetzt gleich mal beantworten, während sie jetzt auch schon unser Padlet sehen. Den Link habe ich Ihnen gerade in den Chat gestellt. Sie haben hier in der linken Spalte Infos zur gesamten Reihe, auch nochmal den Zoom-Link hier gleich links oben, die nächsten Veranstaltungen, die ich gerade eingeblendet habe. Und dann zum Beispiel, wenn wir weiter rübergehen, hier schon 19.04. unser heutiger Termin, Gottesdienstlandschaft in der Region, hier mit dem Link zu einem Heft, das Sie als PDF nutzen können, aber auch gedruckt bestellen können oder auch zu den vergangenen Veranstaltungen zum Thema Kirchenvorstandsarbeit zum Beispiel und schon mal der Ausblick auf die Konfirmanden- und Jugendarbeit in der Region. Sie haben hier auch ganz rechts Möglichkeit, Themenwünsche zu hinterlassen und auch, falls Sie es jetzt im Chat nicht unterbringen, Rückmeldungen zu unserer Veranstaltungsreihe. Gut, ich hatte Ihnen noch ein zweites Schmankerl versprochen, das hat jetzt eigentlich direkt damit nichts zu tun, aber da hatten mich gerade Kolleginnen und Kollegen gefragt, das Intranet, das für manche so weit weg scheint und wo sie sagen, ja, was will ich da, was soll ich da? Ich zeige Ihnen was, was ganz gut versteckt ist, nämlich der digitale Download-Bereich, die digitale Bibliothek. Und das Schmankerl, sich den Zugang dazu verschaffen, zum Intranet unserer Landeskirche. Sie finden dort zum Beispiel die aktuelle Ausgabe der Nürnberger Nachrichten, die Süddeutsche Zeitung, die Welt. Sie finden aber auch zum Beispiel den Spiegel oder das Computermagazin CT, sonst am Kiosk zu kaufen. Oder auch die Stiftung Warentest. Hier das aktuelle Heft, Aprilheft, kostet, glaube ich, 8 Euro sonst im Laden ohne Werbung. Also das sind schon tolle Sachen, aber natürlich auch sowas wie EPD-Dokumentationen oder das Amtsblatt, solche Dinge. Also das war jetzt so ein kleiner Appetithappen, dass das Intranet nicht nur eine Löwengrube ist, sondern auch, wenn auch versteckt, schöne Dinge bereithält.